Soll ich das mal zeigen? Ich guck mal jetzt den Stecker an. Nein, ich weiß schon, ja, das sieht aus wie bei uns. Das ist so, da weißt du Bescheid. Und? Steuerung. Nummer 2. Ich habe einen Adapter mit. Nächste Zimmer. Die Stube mit Balkon und die Küche. Die erste Wanderung. Die Frage ist nur, wo sind wir überhaupt? Wie hieß der Ort? Pergine. Fersen, auf Deutsch. 36 Grad. Und soll ich mal sogar sagen, dass es lustig ist? Ich habe mir nur so überlegt, was war Fuß auf der Deutsch? Fers. Petes, genau. Genau, das ist der Schluss, der Fers. Es wird sogar wirklich der Fers der Hesen, der ist so richtig übersetzt. Nein. Da müssen wir lange lüften. Sind das Erdbeeren? Nee. Wo sind sie halt noch? Besser nicht. Da kannst du gleich runterstellen. Oh, egal. Berg ab und schatten, oh, schön. Oh. Jetzt läuft es nochmal hin mit der Drohne und dann steht oben dran Drohne. Hier, ne? Das war nur in der Schweiz. Oh. Hier ist es angenehm. Hier ist kalt. Finster.
Döner mit Messes. Das ist jetzt ganz schön steil nach oben. Da hat man dort oben bestimmt noch eine bessere Aussicht. Wo jetzt geht's? Zwei Stücke. Der müsste schon wieder aufpassen. Wie sie gehen. Gut war's eigentlich. Und jetzt vor allem immer hell. Naja, aber eigentlich schon kannst du das eine Waffe liegen gehabt. Da werden wir kleine Fische ausgestanden. Der Weg zurück von der ersten Wanderung. Völlig zusammen. Bei schönem Wetter. Das sieht doch mal richtig gut aus. Aber das letzte Mal war er wesentlich schmaler. Bei 27 Grad.
am Kocher See wandern. Das sind 2 Kilometer bis jetzt. Ja. Da unten ist ja oben wieder See. Wir gucken dann mal nach oben. Nummer 6 Kilometer haben wir, ist 3/4 Ehren. Im Schatten ist das ganz angenehm. Bei 27 Grad. Ja. Eine Bombenaussicht.
schöne Hütte. Ach nee. Ja, da war ich ein bisschen auf verschwinden Zeit. Ich muss schon wieder die Anzeige überholen. Müsste ja eigentlich dort hinten sein. Ja, dort unten ist doch der See, ja? Sind doch da keine 10 Kilometer. Ja, man kann ja, aber weißt du, wie der Rundweg da noch ist? Da müsste eine ganze Kante abgebrochen werden. Ach, ist irgendwie, ist ja nur mal geschnitten. Das ist die, wo wir gerade vorbeilaufen. Ja. Das ist gigantisch. Die frisch bald der nächste. Ja, na eben. Also bald. Vielleicht nicht gerade heute, sondern vielleicht in 10.000 Jahren, aber. 10 oder 1000 Jahren. Man kann es nicht sagen. Nee. Oh, geil. Heute war scheiße. Heute war nicht. Weil das hier für die Sache, wo jetzt unbedingt gerne an den Leuten. Apps starten und sofort wieder schließen.
Und wir haben es 2:30, knapp 6 Kilometer. Bombenaussicht in alle Richtungen. Der Labyrinthsteigabstieg. Ach, hier geht's wieder hoch. Deswegen hier ist das Labyrinthsteig. Ja, ihr habt gesehen, du bist gleich gefunden. In den halben Meter. Jetzt ist der Weg besser, oder? Wieder mal. Sieht man nicht leider, was schön ist. Sehr schöne Wanderung, kann man sagen. Jetzt haben wir 6,25. Das geht ja jetzt zurück Richtung Parkplatz. Insgesamt sollen es ja 14 sein. Thank you.
kann man nur empfehlen. Das ist wieder ebener Boden. Und kühl. Sehr erfrischend. Jupp, 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 Stänge da drüben. Bitte rechts. Gefühlt 36 Grad. Und jetzt wird er links. Und dann dürfen wir das nächste Mal gleich gerade durch. So. Ja. Das ist der Weg, denke ich. Und vor uns, du wirst doch mal, ja genau, dann wir da drüben mal.
Ma l'hai fatto anche te?